Hey Leute und willkommen zur ersten Folge von dem wahrscheinlich am heißesten ersehnten Projekt auf unserem Kanal, weil wir haben das vor langer Zeit halt so groß angekündigt. Ey, komm, ist jetzt gut hier, bitte, bitte keinen Stress hier. Und jetzt ist die erste Folge da, GTA Online, also die erste Folge hier, die ist jetzt keine richtige Folge. Wir machen einfach ein ganz kleines, kurzes Video, in dem wir kurz, ja, nicht hochjagen, noch nicht, gleich. Oh. in der wir halt so ein bisschen erklären wollen, was in diesem Projekt, was wir hier vorhaben und wie wir euch damit beeinflussen nicht, mit einbeziehen mit wollen. Einnehmen, genau. Genau, und ja, das also. Very nice. Ich bin auch dabei. Ja, der Flo ist auch dabei. Übrigens, habe ich ganz vergessen zu sagen, natürlich, aber wir beide haben das ja auch angekündigt. Und das Ganze wird so aussehen, dass wir halt als sehr wichtigen Teil in diesem Projekt, dass wir finden, dass ein wichtiger Teil dieses Projektes ist, euch mit einzubeziehen. Und deswegen haben wir auf unserer Website, der Link ist in der Beschreibung, die überarbeite ich gerade. Und da haben wir auf unserer Website bald einen Teil, einen Reiter, der nennt sich Projekte. Und da haben wir nochmal einen Unterpunkt, der nennt sich GTA 5 Online. Und da könnt ihr halt so einen kleinen Fragebogen ausfüllen oder so einen kleinen Bogen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder Challenges oder sowas, die wir machen sollen, dann könnt ihr diesen Bogen ausfüllen und so können wir euch dann halt mit einbeziehen. Also da ist an alles gedacht in dem Bogen, wie ihr erwähnt werden möchtet und so weiter und so fort. Und ja, falls ihr darauf Bock habt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Darüber würden wir uns mega freuen. Also wir haben das Spiel jetzt natürlich, das ist vor 2 Monaten ungefähr rausgekommen. Wir haben es natürlich auch schon so gespielt und haben ein bisschen Geld gemacht. Um nicht zu spoilern, werde ich die Zahl oben rechts ausblenden. Weil die wird mir durch den Bug gerade immer angezeigt. Und ja, allgemein wollen wir nicht so spoilern, was wir alles an Autos haben oder so. Deswegen haben wir jetzt hier kein großes Drama gemacht. Sind hier einfach mit so einem Billigwagen hochgefahren. Und ja, haben hier oben einfach die Folge geschaltet. Das soll nicht lange gehen. Das sind hier ein paar Sekunden, und also ein paar Minuten. Und in denen wollen wir halt euch ein bisschen aufklären, dass GTA jetzt endlich hochgeladen wird. Schießt du das Auto gerade ab? Und ja, also wir haben vor, in nächster Zeit GTA zu machen. Die Upload-Zeiten stehen noch nicht genau fest, aber das wird auch spätestens, wenn unsere Website geupdatet wurde, werden da die neuen Informationen feststehen und könnt ihr auch natürlich dort dann nachlesen. Also wir hoffen erstmal, dass es euch so gefällt, was wir hier tun. Ihr könnt natürlich auch schon unter dieser Folge, weil unsere Website ja noch nicht geupdatet wurde, Kommentare da lassen, was wir in der nächsten Folge da machen sollen. Genau. Oh fuck, ich glaube, ich bring mich gerade weg. Oh, nice, Flo. Das war eine Leistung. Und ja, also Leute. Ich würde sagen. Ich will noch eben zum Abschied hochkommen. Okay. Weil die erste Folge wollten wir jetzt nicht lange machen, weil wir halt, wie gesagt, nichts spoilern wollten. War auch relativ spontan. Richtig. Und ja. Flo, wenn du mich ab... Du bist ein hässlicher Wichser. Ja, also wenn ihr Bock auf dieses Projekt habt, dann würde ich mal sagen, schaltet doch einfach ein, wenn wir das nächste Mal hier spielen. Na? Na, einmal habe ich. Na? Womit schießt du? Womit wohl? So eine Distanz. Ah, damit, Oh Mann, warum versage ich denn gerade so? LOL! Hä, kann man mit dem Raketenwerfer einen anvisieren? Nö. Oh, davor konnte ich aber einen NPC konnte ich anvisieren. Habe ich dich getötet damit? Ja! LOL! Obwohl der eigentlich meilenweit daneben ging. Das kann jetzt nicht wahr sein, ich hatte wieder einen Hitmarker mit dem Scharfschützengewehr gegeben. Ja, ich bin noch gerade eben so zur Seite. So, jetzt, fuck. Okay, ja Leute, ich würde sagen, wenn euch das Projekt gefällt, dann schaltet doch einfach beim nächsten Mal wieder ein. Das hier war jetzt einfach so ein kurzer Teaser, sage ich mal. Also einfach ein kurzes Informationsvideo zu dem Projekt. Das soll es ja tatsächlich auch mal geben.
Man muss ja nicht direkt hier anfangen wie sonst was. Und ja. Deswegen könnt ihr also würde ich sagen, freut ihr euch einfach schreiben. Auf. Genau, schreibt in die Kommentare, was ihr euch so wünscht. Wir lassen ein paar Tage Zeit, aber nach richtig. Dem Upload und die offen. Genau. Alter, wieso triffst du mich denn so gut und ich dich nicht? Komm schon, nice. Fuck, Alter. Aber knapp. Also, mehr machen wir jetzt auch nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genießt den Ausblick auf Los Santos. Und, ach so, ja, was noch wichtig zu sagen wäre, falls ihr auch GTA habt, könnt ihr natürlich unserer Crew beitreten. Die heißt, die ist nur auf Einladung. Ach, wisst ihr was, dann schickt mir einfach eine Freundschaftsanfrage auf dem Social Club Rockstar-Dingen da. Da heiße ich Torben mit 0 und 3, also T, ich blende es euch einfach hier ein, YouTube, also YT dahinter. Genau. So machen wir es. Und dann würde ich sagen, falls es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da, einfach um uns zu zeigen, wie das Projekt hier bei euch ankommt. Wenn ihr Bock auf mehr habt, ja? Um die ersten Folgen nicht zu verpassen, einfach abonnieren. Richtig, kostet und nichts und ihr kriegt immer eine Nachricht. Und das war's von mir und Flo von der ersten Folge GTA Online. Ich hab Bock auf mehr, Leute. Ich hab Bock auf mehr und ich will euch einbeziehen damit. Keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen soll. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut ab. Ey, Flo. Oh, das war so ein schöner Abschied auf Los Santos. Mann. Das war so, Also, falls ihr Bock auf mehr habt, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde sagen, haut da rein und tschüss. Ach so, was ich noch zu sagen habe. Heute, in der ersten Folge, ist es noch nicht mit Facecam, aber ab nächsten Mal ist es mit Facecam. Haut da rein.